So Leute, herzlich willkommen zum zweiten Part von... Das heißt zweiten Part, eine neue Aufnahme. Muss noch so ein schönes Intro machen. So, da ich in der letzten Folge getreut wurde von euch beiden mit Dora, der Entdeckerin, hoffe ich, dass wir diesmal besser abschneiden können. So, wir tauschen uns heute mal. Leo macht jetzt mich, ich mach Johannes und Johannes macht Leo. Nee, mach weg. Mann, Junge, Alter, als ob ich jetzt cheaten würde. Nimm deine Griffe aus meinem Face. Das ist ekelhaft. Hast du schon also, mein erstes ist. Falls es falsch ist. Ja, okay. Kannst du nicht. Warte. Ja. So, deswegen. Deswegen. Also, so. Der Untername hat sich. Ah, das kann man ja eh. Das ist immer spiegelverkehrt. Ich weiß nicht, ob das richtig geschrieben ist, aber ich hoffe mal. Der darf anfangen? Ja, sie, du. Okay. Bin ich männlich? Ja. Bin ich irgendwie im Sportgeschäft? Nein. Okay. Definitiv. Du? Nein! Definitiv nein. Bin ich männlich? Ja. Bin ich erfolgreich? Erfolgreich ist jeder. Also auch ich? Ja. Ja, in der gewissen Branche, wo du es machst, ja. Genau. Nein. Bin ich ein YouTuber? Nein. Oh, fuck. Beides nicht. Ich weiß, glaube ich, wen du hast. Jetzt schon. Weil ich dich zu gut kenne. Okay. Bin ich männlich? Welche Frage ist mal lieber? Ja. Okay, gut. Jetzt wäre eigentlich eine typische Frage, bin ich das nicht lieber? Hahaha, nein, Spaß. Der ist auch voll männlich. Wenn du mir jetzt Gollum genommen hast. Fast so ähnlich. Komm, du darfst keine Tipps geben, ich bin einfach der Profi in diesem Spiel, ne? Das war jetzt bin mein. Bin ich YouTuber? Nein. Okay. Stell dir das mal vor. Ja, bin ich ein YouTuber? Ja. Mach ich irgendwas Let's Plays? Ja. Mach ich irgendwas im FIFA-Bereich so nicht? Ja. Ach du Scheiße. Bin ich ein englischer YouTuber? Nein. Okay. Bin ich deine Mutter? Ja, die ist englischer. Da kenne ich gar nicht mehr so viel. Oh, pass auf. Leo? Leonas. Ist männlich? Leo Dorsch! Ist erfolgreich in das, was er tut? Habe ich was mit Musik zu tun? Nein. Was war mit mir? Also, bin ich, wenn du ihn so gut kennst, dann frag ihn doch. Bin ich Musiker? Bin ich Musiker? Nein. Okay, ich bin jetzt kein englischer YouTuber. Ich bin also deutscher YouTuber. Ja. Ich frag Leo. Ja, was mit FIFA zu tun? Mache ich auch noch irgendwelche anderen Projekte außer FIFA? Ja. Sehr viele? Ja. Okay. Eigentlich ist das übelst einfach. Ja. Bin ich Sepp von Pizmi? Scheiße. Du bist ja, ich hab gesagt, dass ich bin. Er hat Pizmi allgemein aufgeschrieben. Ja, aber Sepp ist der Einzige, der da FIFA macht. Naja, okay. Also zumindest jetzt Let's Play. Aber als Kanal. Boah, jetzt kommt. Oh, jetzt kommt Leo. Ich wollte auch erst Pizza machen. Hat nicht was mit Fernsehen zu tun? Ja! Bin ich SpongeBob? Nein. Das wäre zu einfach, oder? Das ist aber genauso eine lächerliche Figur, die du hast. Ach so. Scheiße. Oh, ja, das ist ja deins, ist schwer sagen müssen. Alter, komm, ihr habt Pizza heute schon geschrieben. Egal. Warte, was bin ich? Das hätte ich. Kann man mich im Fernsehen sehen? Was? Kann man mich im Fernsehen sehen? Ja, in einer gewissen Weise schon. Bin ich aus dem Film? Nein. Also vielleicht aus einer Sendung oder Real Life? Nein. Also Fernsehen. So wahrscheinlich. Okay, gut. Also sagen wir es mal so, du kommst jetzt irgendwie nicht in irgendeine Show vor oder irgendwas. Man kann dich nur wissentlich sehen. So. Hä? Man kann dich nicht immer sehen, nur ganz selten eigentlich. Hab sozusagen. Ich was? Eigentlich. Zumindest hier in Deutschland. Mit Comedy zu tun. In gewisser Weise schon, aber was Typen heißt sieht, es? Wenn man den Typen sieht, ja. Damit müsstest du. Patrick Star. Nein. Nein.
So einfach ist es nicht, oder? Du bist, na ne, gut, wenn du den Namen siehst, dann ist es leicht, aber persönlich ist es schwer, wahrscheinlich darauf zu kommen, wenn du überhaupt nicht weißt, oder? Aber okay, okay, warte, also mich kann man im Fernsehen sehen. Was hast du dem Namen für einen Tipp gesagt, irgendwie? Also nur ganz selten. Okay, also komme ich in der Serie vor? Nein. Jemand in eine andere Richtung. Ich kann nichts mehr fragen, okay, gut. Also, ich sag mal jetzt, du kommst überhaupt nicht irgendwas mit Fernsehen oder irgendwas vor. Okay, gut. Also, jetzt auch keine Fernsehshow, gar nichts. Ja, okay, gut, also Werbung. Nein! Lauf ich auf Nickelodeon? Nein. Also ich gebe jetzt aber einen Tipp. Du bist im Sportbereich tätig. Deswegen, was? Deswegen kann man dich immer so. Nein, ich habe das jetzt dein Tipp für deine Person. Deswegen. Also ich dachte schon, weil ich wüsste, wie die haben. Nein, also du bist im Sportbereich tätig, deswegen sieht man dich auch manchmal im Fernsehen, sozusagen. Ach so, sag das vielleicht so. Naja, ich kann dir noch nicht irgendwas aus der Nase ziehen. Ach so, also, bin ich Sportler? Ja. Bin ich Fußballspieler? Ja. Och Mann, willst du mich verarschen? Spiele ich beim deutschen Verein? Nein. Toll, was willst du jetzt von mir jetzt? Ich kenne fast gar keine Ausländischen. Ach, den kennst du schon. Doch, Ronny. Den kennst du leider schon. Richtig, richtig. Der spielt außerdem in der deutschen Liga. Schade. Mann, das ist richtig sinnlos. Ja, hab ich was mit Real Life zu tun? Ja, der ist sportlich. Du bist schon mal unsportlich, sagen wir. Hab ich was mit Real Life zu tun? Nein. Na wohl, doch in gewisser Weise schon. Geh mal in die andere Richtung. Ich kann dir Tipps geben: Werbung. Du kommst in der Werbung. Ja. Oh nee. Doch. Oh nee! Hast du eine Idee? Ja, Rainer Kalmer. Ja! Sportlich! Ich bin so geil. Und dann sagst du, ich gebe dir den Tipp, du bist sportlich und ich kann. Also, wir haben jetzt noch ein paar Minuten, wir versuchen jetzt dich rauszukriegen. Also, okay. So, ich spiele beim ausländischen Verein, also. Ja. Habe ich bei der WM mitgespielt? Ja. Bin ich Lionel Messi? Nein. Bin ich bis ins Halbfinale gekommen? Da muss man kurz überlegen. Ja. Also ich kann ja nicht bei Deutschland spielen, ne? Wobei, der... Das heißt, doch. Das heißt, ich kann entweder bei Brasilien sein, bei Costa Rica oder bei... Costa Rica? Brasilien. Deutschland? Argentinien. Deutschland? Na, wenn ich nicht beim deutschen Verein spiele. Obwohl, doch, bin ich Schirle? Nein. Wer spielt ja jetzt beim deutschen Verein? Junge, Deutschland, Argentinien, Brasilien. Ja, wer hat gegen Argentinien gespielt? Azok. Niederlande. Bin ich Azok? Nein. Wer spielt in der deutschen Liga? Überleg dir mal kurz. Stimmt, also in der englischen. Bin ich. Es gibt auch andere Ligen. Bin ich aus der spanischen? Nein. bin ich aus der türkischen? Okay, egal, vergessen wir das. Bin ich einer von Deutschland? Bin ich einer von Brasilien? Ja. Bin ich Kletschgesicht? Ja, das sehen wir. Ja, der hat im Halbfinale nicht mitgespielt, deswegen. Ja, aber stimmt, guck mal auf deine Karte. Ja, stimmt, der hat da nicht mitgespielt, ne? Ja, gut, immer. Okay, ich würde sagen, bin ich glitschig. Okay, ich würde sagen, danke fürs Angucken. Das war jetzt mal ein kürzerer Part. Ich würde sagen, der lustigere Schau. Mit Kalmund. Ich hätte echt nicht gedacht, dass du keine Kalmund erkennst, aber wenn ich das schon sage, ich habe noch überlegt, der Megatipp wäre gewesen. Den haben wir heute schon gesehen, aber naja. Ciao. Wo haben wir den heute gesehen? Auf Fernsehen. Im Real Life, weißt du? Ja, und da ruft schon, wo ich sag, hab leider keinen Mund. Da war der Liste, da ist Werbung. Das hab ich auch nicht geguckt. Ja, Alter.